Wieder mal erwacht. Ja, wieder mal erwacht. Ungekämmt, aber geduscht und angekleidet. Die ersten Verrichtungen des Tages, die sind mechanisch. Ohnmacht der Gewohnheit. Ich weiß bloß, dass ich wieder einmal auf dem Rand eines Bettes sitze. Ja, wieder mal erwacht, noch von Träumen umlauert. Die jedoch bei genauem Hinsehen, so fürchte ich, gar keine Träume sind, sondern Erinnerungen. Aber nicht Erinnerungen an diese Nacht, nein. Erinnerung überhaupt, Bodensatz der Erfahrung, frei von Gefühl. Ich habe mir jetzt nichts zu sagen. Muss zum Flughafen. Herrgott nochmal, es ist ja höchste Zeit, vermute ich. Ja, Zeit, Zeit wie immer, Zeit, um aufzubrechen in die Zukunft. Keine Wiederholung, keine Geschichte, keine Vergängnis, das ist der Spur. Ich bin entschlossen und rasiert, eigentlich ganz munter, ja. Wieder mal erwacht. Frei von Sehnsucht, frei, als wäre nichts geschehen. Und es ist ja auch nichts geschehen. Immer wieder, ich weiß es schon, und doch erschrecke ich reglos. Bin ich Enderlin? Also, Taxi. Ich fahre zum Flughafen. Flight Number 707. Die Maschine, die hat Verspätung. Wegen Nebel in Hamburg. Hier scheint die Sonne. Ob sie es ihrem Mann gestehen wird, ob Enderlin es jemandem gestehen wird. Nein, ich versuche was anderes zu denken. Das Liebesinnenleben ist mir zu langweilig, ist mir zu bekannt. Also, Flight Number 707, die Maschine landet soeben, höre ich. Weiterflug in einer halben Stunde, gut. In zwei Stunden wird Enderlin zu Hause sein. Wenn er wirklich fliegt. Flight Number 707, now ready for boarding. Gut, Enderlin zahlt jetzt den Whisky. Es waren drei. Der Barmann weiß es. Und jetzt, so stelle ich mir vor, liegt auch sie nicht mehr in jenem Bett. Sondern sie hat sich angezogen, ein Kleid, das Enderlin noch nie gesehen hat. Sie ist überzeugt davon, dass Enderlin schon über allen Wolken schwebt und fällt ihrerseits aus allen Wolken, als sein Anruf kommt. Wo bist du? Hier, am Flughafen. Ich hab's gewusst. Aber noch habe ich ja die Wahl. Also, ich bin für Fliegen. Enderlin, er fliegt. Oder er bleibt. Er fliegt. Also Enderlin bleib ich nicht. Wieso er und nicht ich?
oder umgekehrt. Wieso nicht? Es ist egal. Weil einer fliegt und einer bleibt. Der fliegt, der stellt sich vor, er wäre geblieben. Und der bleibt, der stellt sich vor, er wäre geflogen. Aber was wirklich geschieht, das ist der Riss. Der Riss, der durch seine Person geht. Der Riss zwischen mir und ihm. Dem fremden Herrn Enderlin. Also stell es mir nur vor. Hä? Enderlin, im Taxi, stolz darüber, dass er nicht die Unterlassung gewählt hat. Ja, ich stelle mir vor, Enderlin, er schlendert durch die fremde Stadt. Nicht um ihr Haus zu suchen, nein, um es durch Zufall zu finden. Ich stelle mir vor, ihr Haus von außen. Enderlin, er hat geklingelt. Während ich im Flugzeug, eingeklemmt zwischen fremden Ellbogen, gerade dabei bin, Messerchen und Gäbchen, das hat sie gefahren zu glauben. Es gibt Fruchtsalat. Und ich stelle mir vor, Abend ohne Umarmung. Lang nicht einmal ein Kuss. Ihr begegnet euch von außen, was zu Gesprächen zwingt, bis ihr einander kaum noch missversteht. Ja, das ist bestürzend. Ich bestelle Wein. 9000 Meter über dem Meer mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 800 Stundenkilometern. Der Wein ist zu kalt. Und ich stelle mir vor, euer Wein ist wärmer. Ich trinke aber Wein trotzdem. Und ich stelle mir vor, ihr lebt, ihr auf der Erde. Die Stewardess lächelt, wieso? Ja, die lächelt halt immer. Und ich stelle mir vor, 10 Jahre später, ruht ihr nun also, ja? Ein Paar, jede verdammte Nacht im gemeinsamen Zimmer, ausgenommen die kurzen Reisen. Da wohnt ihr also. Keins von euch hat einen vertrauteren Menschen. Nicht in der Erinnerung, nicht einmal in der Hoffnung. Kann man sich verbundener sein als ihr? Nein, das kann man nicht. Aber manchmal sehen wir euch. Wonach? Und da schaudert es euch. Warum? Da lebt ihr die endlos raschen 10 Jahre liebevoll. Ein Paar. Ein wirkliches Paar mit zwei liebestoten Körpern, die einander nur selten nochmal suchen. Was soll das mit anderen? Es erfrischt, ja, aber es ist doch kein Verständniswert. Und dann wieder der sanfte Schwund aller Neugierde beiderseits. Nicht ausgesprochen, aber getarnt hinter der Forderung des Tages. Alter, ich fliege. Und ihr legt so hin, schon fast alles überstanden. Ausgenommen das Ende. Aber ihr seid ein Paar, da ist nicht viel zu machen. Ein anderer Mann? Eine andere Frau? Da kommt nicht viel in Frage. Oder alles, aber nichts wird wilder sein als eure Liebe damals. War sie wild? Nein, davon sprecht ihr nicht. In zärtlicher Schonung der Gegenwart. Ja, wer kann denn etwas für die Gewöhnung? Wie sollt ihr es ertragen, dass ihr euch so gut, immer besser, so geschlechtlos versteht, als wärt ihr nicht immer noch so als Körper gesehen, ja, ein Mann und ein Weib? Versucht ihr das nicht grob zu eifersüchtig. Ohne sie, mein Gott, wäre die tödliche Kameraderie vollkommen. Ein winziges, dummes Ereignis am Strand. Eine natürliche, leichte Umarmung. Was ist denn jetzt wieder los mit dir? Nichts, nichts. Was sollte denn schon los sein mit mir? Sollte denn etwas los sein mit mir? Wow, ich meine, schief die Pläne, die Gefangene sie machen. Dann ist man plötzlich ganz entschlossen zum Ausbruch, zu jeglicher Wende. Ganz verliebt, ne? Ganz kindisch, was euch antreibt. Das ist doch gar keine Begierde, das ist die Sehnsucht nach Begierde. Ihr versteht einander, ohne einverstanden sein zu müssen. Ihr kennt eure Körper, so wie man seine Möbel kennt. Und dann geht ihr zu Bett, weil es ja schon wieder 2 Uhr ist und morgen ja wieder ein strenger Tag. Und jetzt ist nicht jetzt, nein, es ist immer. Dann gebe ich einen Kuss, der wie ein Punkt ist. Beim Einschlafen seht ihr euch, aber nicht nacheinander, nein, ihr seid ja da. Übereinander hinaus. Gemeinsam. Das Bekennen mit seinen Wonnen, es ist aufgebraucht. Das Vertrauen ist lückenlos. Die Neugier ist vertan. Ja. Man kann halt nicht alle Jahre staunen. Aber die Liebe. Please fasten your seatbelt and stop smoking. Ich stoppe nicht nur das Rauchen, sondern auch meine Vorstellungen, weil jetzt ist jetzt, wenn es ruckelt, wenn wir landen, das ist die Gegenwart. We hope you have enjoyed your flight and we see you again. Und schwupps ist die Gegenwart wieder aus. Thanks.
gespannt, wer mich am Flughafen erwartet. Ich schaue. Wenn sie schwarze, nasse Haare hat, wassergraue Augen, volle Lippen, so dass sie die oberen Zähne nie ganz verdecken. Ein winziges Muttermal hinter dem linken Ohr und vielleicht ein gelbes Kostüm. Dann bin ich es, der damals nicht geflogen ist. Er möchte in Berlin aufgeben.